Ich habe mir eine Lehrrede ausgesucht über den Karma und Wiedergeburt, weil ich festgestellt habe, dass doch das ein Thema ist, womit sich viele Menschen beschäftigen, die auch nichts bis jetzt vom Buddha gehört haben. Und zwar in einer Weise beschäftigen, die reine Fragestellung ist, was ja natürlich selbstverständlich ist. Denn wie soll man es denn wissen? Und diese reine Fragestellung ist natürlich nur beantwortbar, wenn man sich einer Lehre nähert, die sich damit beschäftigt. Und da es uns alle angeht, Karma und Wiedergeburt ist etwas, was uns alle betrifft. Da ist keiner ausgenommen. So denke ich mir, dass es auch jeden interessiert. Es ist etwas, wo wir nicht umhin können. Es ist nun mal unser Leben. Und die Lehrrede, es gibt viele, viele darüber, viele Lehrreden, an die ich da mir ausgesucht habe, ist im ersten Moment mit Worten bespickt, die uns vielleicht seltsam vorkommen. Wo der Geist sofort sagt, ach, das habe ich doch schon vor 30 Jahren abgelegt. Oder 20 oder 10 oder wann immer es war. Und dann ist ja außerdem nicht ganz verständlich, was der Fragesteller auch sagt. Der Fragesteller sagt dem Bruder, ich verstehe nicht, was du sagst. Kannst du mir das nochmal deutlicher erklären? Ich werde Ihnen das erst einmal ein Stück davon vorlesen und das erklären. Die Lehrrede heißt Getanes und Ungetanes. Einst begab sich Janusoni, der Brahmane, dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt, wechselte er mit dem Erhabenen freundlichen Gruß und nach Austausch höflicher zuvorkommender Worte setzte er sich zur Seite nieder. Und zur Seite sitzend sprach Janusoni, der Brahmane, zum Erhabenen also. Das Wort der Erhabene ist nur ein anderer Ausdruck für den Buddha. Und Janusoni ist der Name von diesem Brahmanen, der öfter vorkommt und mit dem man sich dann also sozusagen auch identifizieren kann, weil er sehr häufig erscheint und sehr häufig Fragen stellt. Er wird als Brahmane gekennzeichnet, denn zu der Zeit, Buddhas Zeiten, und genauso noch heute, trotz aller Anstrengungen, die die Engländer gemacht haben, als Indien ein Kolonialland war, das Kastensystem auszumerzen, ist ihnen das natürlich nicht gelungen. Eine andere Kultur zu beeinflussen ist, na, ich möchte sagen unmöglich, aber um vorsichtig zu sein, beinahe unmöglich. Und das Kastensystem in Indien ist genauso, wie es einmal war. Es hat sich um nichts geändert. Es ist nicht das einzige Land mit Kastensystem. Die Engländer haben genauso ein schönes Kastensystem. Und wir haben ein nicht genauso starkes, aber dennoch auch ein Kastensystem. Es ist beinahe unmöglich, ohne das zu leben. Aber in Indien ist das Kastensystem viel stärker, weil es an einen Glauben festgebunden ist. Es ist nicht einfach nur ein Benehmen in einer gewissen Art und Weise, sondern der Glaube ist ganz fest vorhanden, dass man in eine Kaste hineingeboren wird und in dieser Kaste auch bleibt. Und der Buddha war natürlich äußerst dagegen. Er sagt, so wie man geboren wird, braucht man nicht zu bleiben. Brahmanen ist die höchste Kaste. Es ist die Priesterkaste. In dem jüdischen Kastensystem, wo es natürlich auch eins gibt, sind es die Kohens. Das ist die Priesterkaste. Das heißt nur nicht, dass jeder Kohen ein Priester ist, heißt auch nicht, dass jeder Brahmane ein Priester ist. Es bedeutet aber, dass nur ein Brahmane ein Priester werden kann. Weiter gar nichts. Es bedeutet auch, in Indien.
dass die Brahmanen im Allgemeinen eine bessere Bildung genießen und ja, mehr über die religiösen Dinge wissen, aber auch über andere Dinge. Also sie sind sozusagen ein Privilegierter, nicht unbedingt reich, es gibt auch Arme. Janusoni war Arzt und er war nicht zu der Zeit, wo er hier spricht, ein Jünger des Buddha, denn er spricht ihn an mit Herr Gotama. Und wenn er ein Jünger des Buddha war, hat man nicht mit Herr Gotama angeredet. Herr Gotama ist zwar nicht unhöflich, aber es ist auch nicht eine Bezeugung, dass man von sich ihm ehrerbietig und hingegeben hat. Er hat also erst gekommen, um etwas zu fragen. Und die meisten Lehrreden, fast alle, sind Antworten auf Fragen. Der Buddha hat nicht an ein Missionarsystem geglaubt, im Gegenteil, er war äußerst dagegen, sondern er hat Fragen beantwortet. Und hier beantwortet er eine Frage des Janusoni. Und die Frage ist, was ist wohl, Herr Gotama, die Ursache? Was ist der Grund, dass da einige Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod in niederer Welt erscheinen, auf einer Leidensfährte, in Daseinsabgründen, in einer Hölle? Und wenn wir jetzt also die Worte hören, Himmel und Hölle, und dass man da wiedergeboren werden kann, das nächste ist dann im Himmel, so sträubt sich der aufgeklärte westliche Geist und sagt, Himmel geboren, Hölle geboren, das passt mir nicht. Das habe ich doch längst abgelegt. Das haben sie mir doch als Kind erzählt und dann habe ich es nicht geglaubt und deswegen will ich damit auch nichts zu tun haben. Aber die Worte sind nicht das, was wirklich dahinter steckt. Die Worte sind einfach eine Bezeichnung. Worte sind Konzepte, statische Konzepte. Und im ganzen Universum gibt es nichts, was statisch ist. Alles fließt. Also was er eigentlich hier sagt, und das muss man dazu erklären, also es gibt Menschen, die nach dem Tod auf Leidenswerten in Daseinsabgründen in Hölle wiedergeboren werden. Wir brauchen nicht weiter zu gehen, als uns die verschiedenen menschlichen Wiedergeburten anzusehen. Weiter gar nichts. Es gibt zum Beispiel Hunderte und Aberhunderte von Kindern, die unter einem Stück Plastik auf den Straßen in Bombay oder Kolkata geboren werden und Zeit ihres Lebens nicht von diesem Stück Plastik als Heim wegkommen. Weiß nicht, ob Sie jemals ein Buch darüber gelesen haben oder sich selbst mal in Bombay oder Kolkata befunden haben. Aber der Unterschied zwischen allein diesem Meditationszimmer und der Straße von Bombay oder Kolkata ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Es ist ein Leidensweg, auf dem sie geboren werden. Es gibt ganz sicherlich irgendwann mal irgendeins von diesen Kindern, wenn auch sehr selten, das sich aus diesem Leidensweg frei macht. Aus welchen auch immer Gründen. Aber die Wiedergeburt in diesen, und das gibt ja noch andere Beispiele, das ist mir nur gerade als Beispiel eingefallen, ist eine sehr unangenehme, um das ganz wenig zu sagen. Es gibt natürlich auch körperliche Wiedergeburten, wo nicht alles in Ordnung ist, wo das ganze Leben davon beeinträchtigt wird, dass der Körper nicht in Ordnung ist. Es ist unvergleichlich viel schlimmer, als was wir im Allgemeinen als eine Wiedergeburt ansehen. Jetzt das Wort Wiedergeburt. Damit hat man so seine Schwierigkeiten, ne? Wir brauchen ja nur das Wort Geburt sagen. Damit hat ja wohl keiner Schwierigkeiten. Jeder weiß, dass er geboren worden ist. Sonst wäre er nicht hier. Man hat es ihm auch erzählt, ihm, ihr, und hat vielleicht noch irgendwelche Ausschmückungen dazu gegeben, wie es war. Und vielleicht sogar noch erzählt, wie niedlich man ausgesehen hätte. Was natürlich auch ein Wahnsinn ist. Denn an sich ist die Geburt alleine schon
ein großer Leidensweg, das Geborenwerden. Aber auf jeden Fall, wenn einem die Wiedergeburt, das Wort wieder nicht passt, weglassen und Geburt sagen. Wir sind da. Wir sind geboren worden. Und dazu wäre noch zu sagen, das ist vielleicht, dass derjenige, der jetzt geboren wurde und den wir jetzt mit Ich bezeichnen und mit dem wir die ganze Zeit zu tun haben und der natürlich sozusagen an der Spitze unserer ganzen Aufmerksamkeit steht und der erstmal dran ist und danach eine Weile gar nichts und dann vielleicht nochmal und am Ende kommt vielleicht noch irgendwas anderes, dass derjenige nur einmal gibt. Derjenige, den Sie jetzt im Moment als Ich bezeichnen, dieses Ich gibt's nur einmal. Das, was man dann, diese Wiedergeburt, die dann vorher oder nachher war, ist zwar verwandt, ist ein näherer Verwandter, aber ist nicht der gleiche. Vielleicht kann man es so verstehen, besser verstehen. Wenn jetzt die Rosen alle abblühen, so haben wir uns an ihnen erfreut. Manche waren wunderschön, manche nicht so schön. Manche haben länger gehalten, manche nicht so lange. Dann haben wir sie ab, jetzt schneiden wir sie ab und tun sie auf den Kompost. Der Kompost wird im Frühjahr auf die Beete getan und aus den Rosenstöcken kommen wieder Rosen. Aber es kann nie mehr die gleiche sein. Es ist zwar eine Rose, genau wie wir ein Mensch sind, hat eine Verwandtschaft, allein schon die Verwandtschaft der Gattung, Verwandtschaft der Farbe, ist genährt von dem Kompost, von den alten Rosen, aber die gleiche Rose kommt nie wieder. Und vielleicht ist es dadurch leicht zu verstehen oder leichter, was Wiedergeburt bedeutet. Es ist nicht der gleiche. Es ist auch nicht ein ganz anderer. Die Wahrheit liegt in der Mitte, hat der Buddha gesagt. Vielleicht kann man sich das mit etwas Vorstellungskraft vorstellen. Wenn diese Rosen guten Kompost machen, so kann man vielleicht denken, sich vorstellen, dass da auch wieder schöne Rosen kommen. Und wenn der Kompost aber mit Dingen durchsetzt ist, der dem Wachstum der Rose nicht hilfreich ist, so kriegt man keine schönen Rosen. Das ist die nächste Verwandtschaft, die wir haben mit der sogenannten Wiedergeburt. Aber wir können wieder weglassen und sagen Geburt. Also jetzt, er will wissen, wieso man auch in Situationen geboren werden kann. Das heißt nicht, dass das ganze Leben dann danach geht, sondern wieso kann man in Situationen geboren werden, die äußerst unangenehm sind, die man als ein Höllendasein bezeichnen kann. Und Sie haben sicher alle genug Fantasie und lesen auch bestimmt genug Zeitungen und Bücher, als denen man entnehmen kann, wie Menschen geboren werden können. Wir müssen nicht alle in einem hübschen Einfamilienhaus mit allen elektronischen Hilfsmitteln geboren werden, sondern es gibt viel mehr andere Geburten. Jetzt gibt der Buddha die Antwort darauf, wieso das passiert, diese unangenehmen Geburten. Wegen des getanen Brahmane und wegen des ungetanen erscheinen da einige Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod in niederer Welt auf einer Leidensfährte, in Daseinsabgründen, in einer Hölle. Das ist seine Antwort. Aber was ist nun aber, Herr Gotama, die Ursache? Was ist der Grund, dass da einige Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod auf glücklicher Fährte erscheinen, in himmlischer Welt? Also denen geht's sehr gut, werden vielleicht sogar in einem Palast geboren. Und der Buddha antwortet wieder dasselbe. Er sagt, wegen des getanen Brahmane, wegen des Ungetanen erscheinen da einige Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod auf glücklicher Fährte
in himmlischer Welt. Und jetzt sagt der Janus Soni, dass er nicht versteht, was los ist. Und ich finde das sehr tröstend, dass der jemand, der sich scheinbar damit abgibt, nicht versteht, was der Buddha sagt. So dass es also absolut kein Zeichen von Dummheit ist, wenn man die Lehrerin des Buddhas befragt, sondern es ist ein Zeichen von Intelligenz. Und er sagt Folgendes, der Janus Soni: Nicht verstehe ich den ausführlichen Sinn dessen, was der Herr Gotama in Kürze gesagt, aber nicht weiter erklärt hat. Gut wäre es, wenn der Herr Gotama mir die Lehre so darlegte, dass ich des in Kürze gesagten ausführlichen Sinn verstehe. Und der Buddha ist gewillt, das auch zu tun. Er hat vier Arten gehabt, Fragen zu beantworten. Die erste Art war entweder Ja oder Nein. Wenn einer was gefragt hat und man konnte das mit Ja oder Nein beantworten, dann hat er das manchmal getan. Man könnte sagen, dass er das in diesem Fall mehr oder weniger getan hat. Dann hat er eine Art gehabt zu antworten, wo er nicht einfach nur Ja und Nein gesagt hat, sondern schon ein bisschen was erklärt hat. Oder könnte man sagen, das hat er hier gemacht. Und dann hat er ausführlich erklärt. Und dann hat er noch eine Art gehabt, Fragen zu beantworten. Mit einer Gegenfrage. Wenn die Frage so gestellt war, dass sie zu dem Gesagten nicht gepasst hat, dann hat er eine Gegenfrage gemacht. Und dann gab es noch die Möglichkeit, was er aber selten gemacht hat, dass er gar nichts gesagt hat, überhaupt nicht geantwortet hat. Aber das war selten. Da muss die Frage schon vollkommen abwegig gewesen sein. Also hier hat er jetzt erstmal mit ganz kurz gesagt. Und der sagt, das verstehe ich nicht, er möchte es gerne ausführlich erklärt haben. Und dann sagt der Buddha, so höre den Brahmane und achte wohl auf meine Worte. Ja, Herr, erwiderte Janus Soni, der Brahmane, dem Erhabenen. Und der Erhabene sprach: Da verübt einer schlechte Tat in Werken, Worten und Gedanken und gute Tat in Werken, Worten und Gedanken unterlässt er. Das heißt also, das Getane, das ist schlecht. Und er unterlässt, macht ungetan das Gute. Insofern nun, Brahmane, erscheinen wegen des Getanen und Ungetanen einige Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod in niederer Welt auf einer Leidenswerte, im Daseinsabgründen in einer Hölle. Und was der Buddha hier erklärt, ist Karma. Und dazu muss man aber das sich auch einmal ganz verdeutlichen, was Karma eigentlich bedeutet. Es ist so, er sagt in Werken, Worten und Gedanken. Das sind die drei Tore, die wir haben. Das sind erst die Gedanken, es ist umgekehrt, aber das erste sind die Gedanken. Das zweite sind die Worte. Und das dritte ist die Tat. Auf diese drei Arten machen wir Karma. Und Karma ist ein Sanskritwort und auf Pali, in der Buddhasprache, heißt es Kamma, 2M. Und auf Deutsch heißt es, wie du säst, sollst du ernten. Ganz einfach. Aber da es ein bisschen lang ist, wie du säst, sollst du ernten, können wir ruhig Karma sagen. Und das Wort Karma hat sich auch schon in unseren Sprachgebrauch also reingezwängelt irgendwie. Aber es wird aber auch vollkommen falsch angesehen. Ich habe schon öfter mal gehört, wie jemand irgendwas von sich selbst erzählt hat, etwas, was vielleicht nicht so günstig war, und dazu gesagt hat, naja, ist eben mein Karma. Das stimmt nicht. Nichts ist eben mein Karma. Das ist eben mein Schicksal. Und Karma und Schicksal ist nicht dasselbe. Im Gegenteil. Die liegen eigentlich ziemlich weit auseinander und wird immer wieder falsch verstanden. Das Wort Schicksal hat die Bedeutung, es ist unwiderruflich. So ist es nun mal. Das Wort Karma, hat der Buddha gesagt, Karma, ihr Mönche, erkläre ich, sind die Absichten.
Na, und jeder weiß wohl, dass er seine Absichten tagtäglich, manchmal von Moment zu Moment ändert. Also von wegen Schicksal kann überhaupt nicht die Rede sein. Es sind unsere Absichten. Das, was hier angesprochen wird, ist das Karma, die Resultate, die wir als Tendenzen in unsere Geburt mitbringen. Und das ist sehr deutlich eigentlich zu erkennen, dass jeder Mensch andere Tendenzen hat. Wir haben zwar dieselben Schwierigkeiten, dasselbe Potenzial, aber wir haben andere Tendenzen, mit denen umzugehen. Es gibt Menschen, die können mit ihren Negativitäten äußerst gut umgehen und sie auch loswerden. Und andere Menschen fallen immer wieder in dieselbe Falle. Die können einfach damit nicht umgehen. Die sind so stark, die Negativitäten, dass sie sie immer wieder überschütten. Da sind andere Tendenzen vorhanden, die vor allen Dingen durch die Gemütsstimmung erkennbar ist. In der vorherrschenden Gemütsstimmung sind unsere Tendenzen erkennbar. Im Großen und Ganzen genommen gibt es nur einige Tendenzen. Aber was es gibt, ist, dass manche Menschen eine stärker haben und die anderen nicht so stark. Und das sind unsere karmischen Resultate. Was der Buddha also hier anspricht, ist Ursache und Wirkung. Die Ursache ist, dass man schlechte Taten in Werken, Worten und Gedanken verübt hat und die guten unterlassen hat. Und daher die Geburt, und ob das nun eine Wiedergeburt ist oder eine Wiedergeburt oder gar weder noch, sondern einfach eine Geburt, daher die Geburt sich auf einer Ebene abspielt, die nicht sehr günstig ist. Natürlich kann man sich aus diesen Ebenen, in die man geboren wird, herausholen. Aber je niedriger die Geburt ist, das heißt, je schwieriger, desto schwieriger ist das Herausholen. Und je besser wir schon ankommen in jeder Beziehung, unser Körper und auch unsere äußeren Umstände und die Tendenzen, die wir mitbringen, desto einfacher ist es. Desto besser geht es uns. Und da jedes Wesen, jedes Lebewesen, nicht nur Menschen, danach sucht, dass ihm gut geht, so ist es natürlich von großer Hilfe, wenn wir das Gute tun. Nun ist diese Geburt nicht unbedingt die Geburt, der Geburtstag. Das ist eine Geburt, der Geburtstag, den jeder weiß und kennt, sich das aufgeschrieben hat irgendwo und Geschenke einsammelt. Im Buddhistischen übrigens verschenkt man zum Geburtstag, macht Geschenke. Aber deswegen kriegt man trotzdem welche. Aber das ist nur eine Art des Geburtstages. Eine andere Art des Geburtstages ist jeder Morgen. Jeder Morgen ist ein Geburtstag. Der Tag unserer Geburt für den Tag. Am frühen Morgen sind wir auch noch etwas jünger wie am Abend. Wir haben mehr Kraft und der ganze Tag liegt vor uns, indem wir das Leben abrollen lassen können und nicht einfach nur mitmachen und reagieren, sondern vielleicht auch mal eingreifen können in unsere eigenen Reaktionen, nicht ins Weltgeschehen. Das wäre erstmal nicht nötig und zweitens mal etwas übertrieben. Da kommen wir sowieso nicht ran. Aber wir greifen in das Weltgeschehen ein, wenn wir in unser eigenes Geschehen eingreifen. Wenn wir also uns damit beschäftigen, dass wir es gerne hätten, dass es uns gut geht. Und es wäre absurd, wenn wir uns nicht damit beschäftigen sollten. Dann müssen wir einmal auf die Idee kommen, dass jeder Tag unser ganzes Leben ist. Und dass wir selbst Himmel und Hölle fabrizieren. Dass wir Tage haben, an dem wir in unserem Innern höllische Reaktionen haben. Wut, Ärger, Ablehnung, Neid, Eifersucht, die Opfermentalität. Alles
Reaktionen, die uns das Leben zur Hölle machen. Man sagt zum Beispiel, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Aber wir haben noch andere Leidenschaften, die mit Eifersuchen was Leidenschaft. Wir haben da ein ganzes Repertoire. Und dieses Repertoire, das spielen wir auch ab. Und vergessen dabei vollkommen, dass dieser Tag und diese Minute alles ist, was wir haben. Das, was gewesen ist, hat unsere Tendenzen uns gebracht und war die Ursache für den Zustand, in dem wir jetzt sind. Ja, die Ursache für die Wirkung jetzt. Aber das, was wirklich existiert, ist jetzt. Und im Absoluten ist unsere Wiedergeburt von Sekunde zu Sekunde. Alles, was wir denken, empfinden und tun, sofort verschwindet und wieder neu hergestellt werden muss. Sodass es eine Tatsache ist, dass wir an sich andauernd neu geboren werden. Aber dazu, um das zu verspüren, braucht man nicht nur ganz starke Achtsamkeit, sondern auch die meditative Fähigkeit, das zu überhaupt zu merken. Aber zu merken, dass wir frühmorgens eine Neugeburt haben, dazu braucht man keine große Achtsamkeit und auch keine meditative Fähigkeit. Das kann jeder, wenn er die Augen aufschlägt. Kann zwar jeder, aber wer macht's denn schon? Die wenigsten Menschen kommen auf die Idee, dass sie, wenn sie frühmorgens aufwachen, ihr ganzes Leben vor sich haben. Das höchste der Gefühle wäre noch, wenn sie überhaupt so einen Gedanken mal haben, dass sie an die nächsten 30 Jahre denken. Und wer garantiert das? Oder 20? Oder 40? Oder 50? Wer garantiert einem das? Wir haben unser ganzes Leben vor uns, wenn wir früh morgens die Augen aufschlagen. Aber den einen Tag. Und den können wir so gestalten, dass die Wiedergeburt früh morgens eine günstige ist. Das liegt aber nur an uns. Wenn wir glauben, dass es an den äußeren Umständen liegt, dann haben wir keine Chance. Weil die äußeren Umstände sind nie so, wie wir sie gern hätten. Es könnte immer noch besser sein. Oder anders. Und jeder hat irgendetwas, was er mit sich rumträgt. Aber wenn wir die sehen, dass wir der Gestalter sind, der Schöpfer des Tages, dann haben wir eine Möglichkeit, es so zu schöpfen, wie wir es gern hätten. Das heißt also, um ganz einfach, wie der Buddha es ja erklärt, die guten Taten in Werken, Worten und Gedanken zu stärken und die schlechten zu unterlassen. Da ist allerdings auch eine Schwierigkeit. Mit Werken und Worten, na vor allen Dingen mit Werken, geht's noch. Da kann man noch ziemlich gut feststellen, was gut ist und was nicht gut ist. Bei Worten ist sehr viel Heuchelei dabei und bei den Gedanken eine Katastrophe. Und daher ist das Erste, was wir untersuchen müssen, unsere Gedanken. Die Formel ist, erkennen, nicht tadeln, ändern. Wieso denke ich das, was ich jetzt denke? Denn das macht Karma. Nicht erst, wenn ich es was ausführe. Nun ist es so, dass wir andere am besten an ihren Worten und Taten erkennen. Also erstmal vielleicht an den Worten. Und dass wir daher uns auch angewöhnt haben, berechtigterweise, die Worte auf eine Ebene zu bringen, die akzeptabel sein soll. Nicht allzu unhöflich, etwas liebenswürdig und nicht allzu aggressiv. Also akzeptabel. Und dann kann uns doch sehr leicht passieren, dass diese Worte gar nicht akzeptiert werden. Weil derjenige, zu dem wir sagen, was wir vorhaben zu sagen, was wir gesagt haben, ganz deutlich spürt, das stimmt nicht. Das sind nur Worte. Der denkt ganz was anderes.
Die meisten Menschen können das spüren. Nur wenn man ganz oberflächlich sich nur mit Worten beschäftigt, dann vielleicht nicht. Aber wenn man überhaupt irgendein Interesse hat an einem anderen, dann spürt man das. Und wenn man dann das Glück haben sollte, dass der andere es einem sagt, nicht, dass er einen ausschimpft, sondern einem sagt, was du da sagst, das stimmt doch gar nicht überein mit dem, so wie es ist, und man das dann wirklich untersucht, dann ist es möglich, dass man den Ego-Trip erkennt, der hinter diesen Worten steckt, also in den Gedanken. Und wenn man das gemacht hat und das kann, mehr als einmal, dann hat man den Zugang zur spirituellen Läuterung gefunden. Solange man das nicht erkennen kann, bewegt man sich auf der Ebene der Allgemeinheit, der sogenannten mittelmäßigen Allgemeinheit, solange man die eigenen Ego-Trips nicht erkennt. Selbstverständlich sind wir alle mit Ego-Trips behaftet. Nur ein Erleuchteter hat keine Ego-Trips. Aber das Erkennen der Ego-Trips, das kann jeder. Und wenn man die erkennt, dann wird einem im Allgemeinen es auch so einleuchten, dass das nichts Gutes ist, dass man davon Abstand nehmen will. Und dann hat man Zugang zur spirituellen Läuterung gefunden. Bevor man seine eigenen Ego-Trips nicht erkannt hat, bleibt man genau da, wo man immer war. Dieses Erkennen der eigenen Ego-Trips bedeutet natürlich nicht, dass wir das Ego sofort loswerden. Aber was anderes können wir ja gar nicht machen, außer es zu erkennen. Diese Ego-Trips spielen sich immer auf derselben Ebene ab. Ich bin wichtig, ich bin jemand, es soll anerkannt werden, soll bestätigt werden, ich kann es besser. Manchmal sogar die umgekehrte Seite. Ich kann gar nichts, ich bin klein und hässlich, genauso ein Ego-Trip. Aber da, wenn ich das Umgekehrte denke, brauche ich noch mehr Unterstützung von anderen. Und dieser Weg, den die ganze Menschheit einschlägt, ich meine, wir sind nichts Besonderes, macht jeder, ist das Problem. Das ist das Problem, dem wir tagtäglich gegenüberstehen. Von morgens bis abends. Und im Allgemeinen, aus Erfahrung möchte ich sagen, es dauert Jahre, bis man dahinter kommt. Und wenn man dann dahinter gekommen ist, es können einige Jahre sein, nur viele, dann dauert es nochmal Jahre, bis man es damit anfangen kann. Aber wenn man es gar nicht macht, dann bleibt alles beim Alten. Dann reagiert man immer weiter, so wie man immer reagiert hat. Und dann haben wir natürlich einige Tage, wo alles scheinbar okay ist. Es läuft. Keiner sagt oder tut etwas, was uns ärgert. Wie oft passiert es? Wie viele Geburten frühmorgens haben wir, wo wir abends uns ins Bett legen können und sagen, fantastisch, heute ging es ja großartig. Wie oft ist das schon passiert? Wenn es passiert, würde ich es mal aufschreiben. Ich habe einen ganz fantastischen Geburtstag gehabt. Im Allgemeinen ist es, man könnte es durchwachsen nennen. Mal geht's nicht. Ganzen Tag lang. Und wieso geht's nicht? Weil jeder genau dasselbe sucht. Will anerkannt werden, will wichtig sein, will jemand sein, will bedeutsam sein, will geliebt werden. Jeder sucht das Gleiche. Nachdem alle die gleiche, sagen wir mal, Osterei suchen, können sich doch nur in die Quere kommen. Sich gegenseitig die Schädel einschlagen, wenn sie nach demselben Osterei sich bücken. Das geht ja gar nicht anders. Das kann ja nicht funktionieren. Und wenn dann einer mal was anderes macht, dann ist er schon was Besonderes. Im Gegenteil, man ist gar nichts Besonderes. Man hat nur plötzlich gemerkt, so geht's nicht. Da muss doch noch einen anderen Weg geben. Und es gibt einen anderen Weg. Was der Buddha hier erklärt in dieser Lehrrede, ist eigentlich nichts anderes wie Ursache und Wirkung. Und was er dazu sagt, ist, dass es durch die drei Tore kommt. Gedanken, Worte und Taten.
Aber dass unser Auslöser immer der Gedanke ist. Das ist der Auslöser. Und mit dem müssen wir etwas unternehmen. Nun denkt man den ganzen Tag, von morgens bis abends. Eventuell, wenn die Meditation funktioniert, mal eine halbe, dreiviertel Stunde nicht. Aber das ist ja nicht sehr viel in einem ganzen Tag. Aufpassen. Aufpassen, was man denkt. Nach diesem Aufpassen, was man denkt, versuchen zu erkennen. Das ist der nächste Schritt. Und am Anfang der Praxis bestätigt jeder seine eigenen Gedanken damit, dass sie in Ordnung sind, weil er sie ja denkt. Das ist doch kein sehr guter Grund, ne? Dann müsste ja jeder, der in Ordnung ist, genau dasselbe denken. Und das ist ja wohl unmöglich. Also dieser Grund, den übrigens jeder benutzt, ist unsinnig. Da muss man schon einen Schritt weitergehen. Wieso denke ich gerade das? Dann sagt der Buddha noch das Gegenteil, also um dem Janusoni das ganz klar zu machen. Erst hat er gesagt, wenn einer schlechte Taten verübt und die guten unterlässt, dann kommt er in eine unangenehme Situation. Und dann sagt er, da verübt jedoch einer gute Taten in Werken, Worten und Gedanken und böse Taten unterlässt er. Insofern nun erscheinen wegen des Getanen und wegen des Ungetanen einige Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod auf glücklicher Fährte in himmlischer Welt. Daraufhin sagte Janusoni, vortrefflich, Herr Gotama, vortrefflich, so nehme ich meine Zuflucht zum Herrn Gotama, zur Lehre und zur Mönchsgemeinde. Als Anhänger möge mich der Herr Gotama betrachten, als einen, der von heute ab zeitlebens Zuflucht genommen hat. Das ist eine traditionelle Formel, der kann man entweder zeitlebens Zuflucht genommen, kommt oft vor, manchmal kommt vor, dass derjenige, der zuhört, möchte Mönch oder Nonne werden. Und manchmal kommt vor, dass ihn man einfach nur lobt für das, was er gesagt hat und dann seinen Abschied nimmt. Hier, der will also Zuflucht nehmen und ein Jünger sein vom Herrn Gotama. Er wird ihn wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr Herr Gotama nennen, denn Gotama ist sein gewöhnlicher Name. Und der Siddhartha Gotama war sein Name. Die Menschen, die seine Jünger sind, haben ihn den Buddha oder den Erhabenen genannt. Er hat also jetzt verstanden, was das Getane und das Ungetane ist. Und das ist vielleicht auch wichtig, denn das Ungetane, das Unterlassen des Guten, ist genauso schädlich für uns wie das Tun des Schlechten. Also wenn wir eine Gelegenheit bekommen, und die Gelegenheiten sind unendlich viele, etwas Gutes zu tun, dann sollten wir diese Gelegenheit sofort ergreifen. Im Gegenteil, wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt und weiß, dass das zum Läuterungsprozess gehört, dann sucht man sich die Gelegenheiten, Gutes zu tun. Man ist auf der Spur danach. Nun muss das Gute tun nicht immer materiell sein. Man kann viel Gutes tun, indem man Menschen zur Seite steht, ihnen zuhört, ihnen hilft, sie an sie denkt und so weiter. Aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, Gutes zu denken, zu sagen und zu tun, dass wir uns nicht mit dem Schlechten aufzuhalten brauchen. Wir können das ohne weiteres ablegen. Und das Ablegen des Schlechten ist am einfachsten, wenn wir es mit dem Guten ersetzen. Denn unsere Zeit am Tage ist ja begrenzt. Sagen wir mal, wir schlafen 7 Stunden und dann bleiben im Ganzen 17 Stunden übrig. Wenn wir uns darauf konzentrieren, Gutes zu tun, zu denken, zu sagen, dann brauchen wir uns nicht mit dem Schlechten abgeben. Es ist zeitlich begrenzt und außerdem sind wir
gedanklich begrenzt. Wir können nicht beides tun. Entweder oder. Wir rechtfertigen natürlich das Schlechte, indem wir die Auslöser, durch die das geschieht bei uns, beschuldigen. Jemand sagt was, tut was, oder uns geht's nicht gut, aus entweder körperlichen oder anderen Gründen, und das ist dann der Auslöser fürs Schlechte. Es ist aber überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach die Reaktion, die in uns selber steckt. Wir brauchen also keine Rechtfertigung für Auslöser. Wir brauchen sie nur erkennen. Erkennen, dass da ist ein Auslöser und da geschieht das. Leider muss man dabei sich selber sehr untersuchen und nicht mit den Oberflächlichkeiten sich abgeben, was die ganze Menschheit macht. Es scheint, als wäre es einfacher, oberflächlich zu sein. Überhaupt nichts Tiefgründiges zu denken, zu untersuchen. Einfach nur so dahin zu leben. Ab und zu geht's mal nicht so gut, aber im Allgemeinen geht's irgendwie. Es scheint einfacher zu sein. Ist es aber nicht. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann vor Schwierigkeiten gestellt wird. Und wenn er sein Leben lang nur Oberflächlichkeiten benutzt hat, um über die Runden zu kommen, kommt er dann nicht mehr über die Runden. Auf jeden Fall wird er mit seinem Tod konfrontiert. Das ist nun mal klar. Aber im Allgemeinen hat man auch andere Konfrontationen, die nicht nur das eine. Also es ist besser, wenn man sich zur Zeit, nicht erst, wenn es soweit ist, dann ist es zu spät. Wenn man auf dem Totenbett liegt, ist es zu spät, irgendwas zu unternehmen. Was sind die Ursachen in mir selbst, die das Schlechte hervorbringen? Und wo ich das Gute verpasse? Und wie kann ich diese Ursachen ändern? Wie kann ich sie nicht benutzen, sondern die Ursachen zum Guten benutzen? So hat man die tagtägliche Möglichkeit, auf einer glücklichen Fährte zu erscheinen. Ob wir das nun Himmel nennen oder Paradies, ob wir das einfach das Schöne in uns nennen, es ist unsere Suche nach Vollkommenheit, die jeder in sich trägt und die immer wieder außerhalb von einem selbst gesucht wird. Da gibt es aber nicht. Das Wort Himmel und Hölle, beide sind sehr wenig erklärend. Denn wir stellen uns unter dem Himmel vor, da oben die blaue Sache mit Wölkchen, und unter der Hölle stellen wir uns vor, irgendwas unter der Erde, wo es heiß ist. Obwohl wir genau wissen, dass es das nicht sein kann, haben wir durch unsere Art und Weise zu denken uns im Allgemeinen überhaupt nicht damit beschäftigt. Und wenn, dann nur so weit, dass wir gesagt haben, das stimmt nicht. Die erzählen Unsinn. Und haben diejenigen, die das erzählt haben, abgelehnt. Aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. Wenn das da oben, das Blaue mit den Wölkchen, der Himmel wäre, von dem hier die Rede ist, dann hätte man den mit dem Jetflugzeug schon längst erreicht. Gar kein Problem. Fährt man direkt durch. Na und, ist da so himmlisch da oben im Jetflugzeug? Also ich habe es nicht himmlisch gefunden. Gegenteil. Recht störend, geräuschvoll und unangenehm. Und da unten unter der Erde ist heiß. Ja, das stimmt. Das Innere der Erde ist heiß. Aber wandern da wirklich irgendwelche Gestalten rum, die da ein schlechtes Leben geführt haben? Also so primitiv sind wir ja wohl nicht. Es ist uns ganz klar, dass das nicht sein kann. Himmel und Hölle existieren in unseren eigenen Herzen. Und da sind sie auffindbar und da sind sie realisierbar. Und da wohl jeder Mensch den Himmel lieber hat als die Hölle, so kann er sich damit beschäftigen, das zu realisieren. Da muss man sich aber mit beschäftigen. Und zwar ständig. Unter allen Umständen. Es ist ganz egal, was man arbeitet, wo man ist, mit wem man zu tun hat. Vollkommen gleichgültig. Der Himmel ist nicht davon abhängig,
wer um einen herum ist oder was um einen herum ist. Der Himmel ganz allein davon abhängig, was in meinem Herzen vorgeht. Weiter gar nichts. Und genauso die Hölle. Die äußeren Umstände, die uns immer wieder natürlich Anlasser sind für entweder das eine oder das andere, ändern sich auch durch unsere karmischen Resultate. Das ist ein interessantes Thema. Die karmischen Resultate, die wir in diesem Leben durch uns, die Ursachen, die wir in die Wege leiten, bekommen, sind die, die den meisten Eindruck machen. Die Tendenzen, die wir mitbringen, die machen es uns einfacher oder schwerer. Aber das, was in unserem Leben geschieht, jetzt, ist darauf zurückzuführen, was wir jetzt denken und tun und sagen. Denken, sagen und tun. Ganz darauf. So ist unser Leben, so wie wir denken, sagen und tun. Und was wir da mitgebracht haben, wenn wir zum Beispiel sagen, frühmorgens ist die Geburt, dann haben wir das von gestern mitgebracht. Und vorgestern. Und das sind die Tendenzen. Wenn wir von gestern und vorgestern mitgebracht haben, dass wir jeden Tag meditieren, dann werden wir es wohl weitermachen. Wenn wir von gestern und vorgestern mitgebracht haben, dass wir die liebende Güte in uns fördern wollen, dann werden wir das wohl weitermachen. Aber wenn wir von gestern und vorgestern mitgebracht haben, dass uns sehr vieles nicht passt, dass wir äußerst unzufrieden sind, dass kein Mensch wirklich Bescheid weiß, dass uns keiner sagt, was wir eigentlich machen sollen. Wieso sollte er auch, aber so wird oft gedacht. Dass die ganze Welt zugrunde geht am Materialismus oder am sonstigen Ismus. Wenn wir das mitgebracht haben, dann werden wir es wohl weitermachen. Und weiter schimpfen und weiter unzufrieden sein. Das sind die Wirkungen der Ursachen, die wir in die Wege leiten. Der Buddha hat viel von Karma gesprochen, weil es unsere Unterstützung ist. Solange wir an ein Ich glauben und mit einem Ich arbeiten, solange machen wir Karma. Und da wir es allem tun, so ist jeder Gedanke bringt ein karmisches Resultat. Es gibt zum Beispiel auch Gelegenheiten, wo wir merken, dass das, was wir denken, bei dem anderen überhaupt nicht ankommt. Und dann ist eine der Entschuldigungen, ich hab's ja nicht so gemeint. Darauf sagen wir immer, das wäre ja noch schöner. Aber das nutzt auch nichts. Denn man hat's so gemeint. Sonst wäre es nicht so rausgekommen. Das Einzige, was dabei hilft, ist, dass man untersucht. Wieso habe ich es so gemeint? Das, was man nicht gemeint hat, ist, dass man vielleicht einen anderen gar nicht beleidigen will. Und wieso habe ich ihn beleidigt? Oder, was immer geschehen ist, geärgert. Und diese Untersuchung, die macht es möglich, zu erkennen, was bei uns Himmel und Hölle ist. Himmel ist, wenn wir uns selbst vergessen und uns verschenken. Und die Hölle ist, wenn wir haben wollen, mehr sein wollen. Und diese beiden Unterschiede trägt jeder in sich. Und sie sind leicht zu erkennen, wenn man sich mal auf diese Ebene begibt. Und nicht auf der Alltagsebene bleibt, wo jeder mehr haben will und mehr sein will. Und dann mit den Köpfen zusammenstoßt. Mit denen, die nach demselben greifen wie man selbst. Janus Soni ist zufrieden und wird ein Anhänger von Herrn Gotama sein, den er in Zukunft nämlich an den Buddha nennen wird und wird sich um seine karmischen Resultate mehr kümmern. Aber noch einmal, Karma, ihr Mönche, erkläre ich, sind die Absichten. Nicht, was dann bei der Heuchelei da rauskommt, sondern was ist meine Absicht? Was habe ich effektiv vor?
Es ist ein langsamer Läuterungsweg. Geht nicht über Nacht. Aber er bringt Glück und Frieden ins eigene Herz. Und dadurch Glück und Frieden in die Umwelt, die es dringend braucht. Wenn Fragen sind, jetzt wäre noch Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt Tage, da sind die Negativen so furchtbar, da geht es überhaupt nicht mehr. Da jagt eine Negativität die andere. Wacht morgens schon auf und das ist der Tag schon gelaufen. Dann kann ich machen, was ich will. Ich übe zwar trotzdem weiter, aber mit dem Ersetzen ist es so eine Sache. Es gibt nur drei Dinge auf diesem Pfad. Das erste ist Üben. Das zweite ist Üben. Und das dritte ist Üben. Was anderes gibt es nicht. Und das kann keiner für einen tun, das muss man selber tun. Und einen sehr hilfreichen Satz, den ich persönlich sehr hilfreich gefunden habe, ist: Ich bin ein Narr, mich selber unglücklich zu machen. Und wenn man sich selber als Narr bezeichnet, es ist nicht für jeden ein guter Satz. Aber ich habe ihn für sehr gut gefunden. Wenn man sich selber als Narr bezeichnet, hat man vielleicht, bleibt man erschrocken stehen und denkt, wozu bin ich ein Narr? Ich muss mich doch nicht selber unglücklich machen. Ich kann genau das Gegenteil denken. Man kann es versuchen. Da war noch irgendwie, ja. Wie ist das zu verstehen, wenn zum Beispiel ein Kind unter so negativen Verhältnissen, wie vorher Sie angesprochen haben, zum Beispiel in Kalkata geboren wird oder selbst bei uns in einem Elternhaus, das vielleicht gar nicht arm ist, aber einfach so wenig Liebe, wo einfach eine so kalte Atmosphäre herrscht, dass das Kind sich was aufbaut und eigentlich gar nicht sich die Chance hat, gutes Karma jetzt zu entwickeln oder was Gutes zu tun? Ich kann mit dieser theoretischen Erklärung wenig anfangen, aber ein Kind, das in schlechten Verhältnissen geboren wird, hat das daraus entwickelt, aus den Ursachen des Lebens, das davor gegangen ist. Schlechte Worte, Gedanken und Taten. Und jeder hat die Möglichkeit, das zu ändern. Ob man geliebt wird oder nicht, hat damit überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Also jeder hat die Möglichkeit, das zu ändern. Der Buddha hat gesagt, es gibt vier Arten Menschen. Eine Art wird geboren im Dunkeln und geht zum Dunkeln. Eine Art wird geboren, wird im Dunkeln geboren, geht zum Licht. Eine Art wird geboren im Licht, geht zum Dunkeln. Und eine Art wird geboren im Licht und geht zum Licht. Also, Licht ist das, wo man im Guten geboren wird. Man kann zum Dunkeln oder zum Licht gehen. Jeder hat die Chance. Nicht als Kleinkind unbedingt. Als Kleinkind hat man nicht solche Chancen. Aber man wird ja größer im Allgemeinen. Und wenn nicht, dann muss man normal machen. Die ganze Sache normal. Immer wieder. Wir haben es alle schon tausende von Malen gemacht. Und jetzt sitzen wir wieder hier. Und was kaschiert nun? Passiert was oder gar nicht? Und nächstes Mal sitzen wir wieder da. Was ist dann? Immer wieder und immer wieder. Bis eines Tages, wie in Berlin sagt man, der Groschen fällt. Und wenn er gefallen ist, dann kommt vielleicht was bei raus bei dem Automaten. Immer wieder und immer wieder. Und Buddha hat noch etwas gesagt. Es gibt vier Arten Menschen. Vergleichbar mit Tongefäßen. Die eine Sorte hat unten große Löcher, da kann man noch so viel Wasser reingießen. Läuft alles gleich wieder raus. Und dann gibt es eine Art, die hat Risse. Da kann man das Wasser reingießen und da sickert es raus. Das Wasser ist das Dhamma, die Wahrheit. Und die dritte Art, die ist das Tongefäß bis oben ran voll mit abgestandenem Wasser. Da kann man nichts dazu gießen. Meinungen und Ansichten. Und die vierte Art, es hat weder Löcher noch Risse noch abgestandenes Wasser. Tja, wozu gehört man zu welcher Art? Wahrscheinlich zu allen Vieren zu verschiedenen Zeiten. Aber deswegen kommen wir so oft wieder. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und eines Tages passiert es dann vielleicht. Ja.
Da wurde auch etwas gesagt über Menschen, die empfangen werden, also in den Uterus eingehen und niemals zum Denken kommen, weil sie vorher abgetrieben werden oder wenn sie geboren werden, früh sterben oder wenn sie nicht früh sterben, gar nicht denken können, weil sie so behindert sind. Was hat er über diese Menschen gesagt? Nein, er hat nicht direkt über Behinderte gesprochen, aber wenn ein Mensch nicht dazu kommt, seine menschliche Geburt auszunutzen, dann ist das, liegt das an dem schlechten Karma. Gibt es auch Läuterung? Dieses nicht ausnutzen können. Dieses nicht zum Denken kommen, dann wenn er nicht denken kann, kann er ja auch nicht reden und nicht handeln. Ja, also es kommt nicht zum Geburt. Schwierig, schwierig. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn das geschehen ist, so hat dieses Wesen die Möglichkeit, bei der nächsten Geburt zur menschlichen Geburt zu kommen. Das passiert nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das passiert einmal und dann, nächste Mal ist es dann eine menschliche Geburt. Es ist ein großes Glück, ein unendliches Glück, hat der Buddha gesagt, als Mensch geboren zu werden und diese menschliche Situation auch ausnutzen zu können. Also ist es beinahe eine nichtmenschliche Geburt, wie du das bezeichnest? Ja, sie ist, die Geburt hat ja auch nicht stattgefunden. Ja. Hast du gesagt, die bleibt im Uterus. Oder schwer behindert. Ja, na, das sind die höllischen. Eine nichtmenschliche Geburt. Das sind die höllischen Ebenen dann, wenn es sehr schwer behindert oder ist. Oder kann es auch eine tierische Geburt sein, wenn ein Mensch nur bis zum Vegetativen gelangt? Dann würde er natürlich nicht im menschlichen Uterus erscheinen. Nein, ein Mensch, der von Menschen geboren ist und nur bis zu seinen vegetativen Funktionen. Ach so. Nein, so wird das nicht angesehen im Buddhismus. Dass in dem Moment der Empfängnis existiert das menschliche Wesen. Ja. So wird das angesehen. Und wenn das einmal nicht funktioniert hat, dann hat dieses selbe Wesen die Möglichkeit fürs nächste Mal. Ja. Also die Möglichkeit ist immer vorhanden. Und einmal, wenn es einmal nicht klappt, dann nimmst du ja. Ich habe noch mal eine Frage zum Ego-Trip. Ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt heute hierher komme und es mir was Gutes tut, was ist da der Unterschied oder ist das ein Ego-Trip? Das kommt auf die Absicht an. Was ist die Absicht? Vorurteilen und ohne jemanden zu kränken oder überhaupt jemanden. Ja, aber was ist die Absicht für einen selbst? Ja, weiter auf dem Weg der Erkenntnis zu gehen. Na, dann ist es kein Ego-Trip, dann ist es ein Trip, ums Ego loszuwerden. Ach so. Ja. Wenn das dabei ist, dann wäre es okay. Und was wäre Ego-Trip, um bei diesem Beispiel zu bleiben? Was wäre ein Ego-Trip? Ja, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Um hierher zu kommen. Meine Freunde machen das auch, muss ich ihnen zeigen, ich kann es auch. Das wäre ein Ego-Trip. Also die Absicht untersuchen. Wozu mache ich das? Ja. Wenn ich die ehrliche Absicht in mir trage, jemandem zu helfen, dann ist es so, dass es immer wieder unter Kollegen diskutiert wird, du darfst diesem Patienten nicht helfen, weil der Patient gar nicht die Absicht hat, sich zu ändern und du lädst Karma auf. Da kreist es immer. Sprechen Sie von Psychotherapie? Ja, und überhaupt einmal in heilen Berufen, in helfenden Berufen. Und die Absicht, ich habe es verstanden, die Absicht ist das Kriterium, ob ich Karma auf mich lade. Wenn ich, ob Gutes oder Schlechtes? Ja. Karma auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich das, ich denke, manchmal steht man davor, ich muss mich entscheiden und denke, ich muss mich entscheiden, um überhaupt aktiv um Werke zu tun, um es hinterher vielleicht akzeptiere, erst später war vielleicht doch nicht so gut. Und wieso war es nicht gut? Weil ich vielleicht nachher werte, dass ich vielleicht nur eine Symptomverschiebung gemacht habe, dass es vielleicht besser sein hätte können. Also doch Psychotherapie. Und der am Körper.
angenommen, es kommt eine Frau mit einer Depression und ich finde einen Weg, ihr kurzfristig rauszuhelfen, damit sie wieder hochkriegt und von mir aus dann weiter trinkt oder jemanden tyrannisiert. Und ich hatte vielleicht vorweg schon die Ahnung, wenn ich sie jetzt körperlich eine Linderung kriegt, dass sie dann wieder kompensieren kann und ihren Trott weitermacht. Dann ist wohl die Art der Psychotherapie nicht die richtige. Wenn man seinen Trott weitermacht. Aber manchmal kann auch eine kurzfristige Hilfe den Menschen in eine Situation bringen, dem geholfen wird, wo er sich selber weiterhelfen kann. Und das wäre der richtige Weg. Aber einen alten Trott weitermachen ist nicht der richtige Weg. Und wenn jetzt der Patient nicht will? Na, wozu was kommt dann? Zu was kommt er denn dann, wenn er es nicht will? Das frage ich mich auch öfter. Sie wollen sich ja gar nicht ändern, was kommen Sie denn eigentlich? Aber ich rede mal weiter. Es kommt auf die eigene Absicht an, nicht auf die Absicht des Patienten. Wenn die eigene Absicht ist, einem anderen Menschen hilfreich zu sein, mit dem, was man weiß und kann, dann ist das eine gute Absicht und daher gutes Karma. Wenn der andere nur kommt, um, ja, weiß nicht, um seine Zeit totzuschlagen oder aus irgendeinem anderen nicht sehr wichtigen Grund, dann ist das dessen Karma. Das hat nichts mit meinem zu tun. Die beiden haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es kommt auf meine Absicht an, nicht auf die Absicht dessen, der zuhört oder irgendwas machen soll. Ja. Ja. Oder etwas zum Weg des Verzeihens gesagt? Ja. Das Verzeihen gehört mit zur liebenden Güte, ist eine unserer liebenden Güte-Meditation. Es gibt keinen Grund auf der ganzen Welt und sei ja noch so rechtfertigungsmöglich, der das Verzeihen unmöglich macht. Das Verzeihen gehört mit dazu, das Herz zu läutern. Was ist mit Karma, was früher war, was nicht so ganz in Ordnung war? Also da gibt es verschiedene Sorten. Es gibt eine Art Karma, die auf jeden Fall Frucht bringt. Weil die ist sehr, sehr schlechtes Karma. Es ist ganz so beinahe unmenschliches Karma. Das zum Beispiel, Mahamoggallana war der zweite der großen Jünger des Buddhas, zusammen mit Sariputta, und waren natürlich auch erleuchtet. Und Mahamoggallana wurde von Räubern getötet und seine Knochen zu Pulver zermalmt, nachdem er schon erleuchtet war. Was natürlich ein ganz extremer Fall ist. Ich erzähle das nur, weil es so extrem ist. Und dann wurde der Buddha von seinen entsetzten Mönchen gefragt, wie so etwas passieren kann bei jemandem, der so ein Heiliger ist. Wenn erleuchtet heißt, heilig zu sein. Er sagt, er hat im vorigen Leben den Tod seiner Eltern inszeniert. Hat ihn nicht selber herbeigeführt, aber inszeniert. Das ist also eine Art Karma, was auf jeden Fall Früchte trägt, weil es so enorm extrem ist. Dann gibt es Karma, dass man dadurch, dass man seine ganze Einstellung und Situation ändert, überhaupt keine Früchte trägt. Das fruchtet nicht. Und dann gibt es das Karma, das fruchtet einmal und damit ist erledigt. Und dann macht man brav weiter mit gutem Karma. Das heißt doch denken, reden und handeln. Wenn man alles dreist nicht kann, macht man dann kein Karma? Oder wo kommt es dann her? Das kann ich nicht sagen, ob die das nicht können. Ich weiß nicht, ob ein Fötus im Uterus nicht auch denken kann. Ich bin ziemlich sicher, er kann es nicht. Ich nicht. Zum Beispiel, wenn man abgetrieben wird im dritten Monat, ist das Gehirn noch nicht entwickelt. So sagt man. Ja. Aber der Buddha ist nicht der Ansicht. Der Buddha ist nicht der Ansicht. Hat er was gesagt darüber? Er hat gesagt, in dem Moment der Empfängnis ist das menschliche Wesen vorhanden. Inwiefern nimmt man aber dann auch Verantwortung, also in Bezug auf eine Mutter zum Kind? Es sind gute Absichten, aber das Kind bildet ja sein eigenes Karma und nimmt Drogen. Also auch in Beziehungen, wie gehe ich mit Verantwortung um? Wie weit hat ein Meister zum Lehrer, zum Lehrling Verantwortung?
Nur für die guten Absichten, die eigenen guten Absichten. Wenn die Mutter ihr alles versucht und alles Gute tut und es wird nichts draus, das ist dann eins von den menschlichen Wesen, die im Licht geboren sind und zum Dunkeln gehen. Das ist alles möglich. Man schaue sich zum Beispiel das Königshaus in England an. Die werden sicher im Licht geboren. Und was haben sie damit gemacht? Ein wildes Durcheinander. Dinge, die wir uns gar nicht einfallen lassen würden. Also darf ich noch ein bisschen konkretisieren? Es gibt von Saint-Exupéry, die ich mir nahe kommen lasse, zu denen habe ich Verantwortung. Die Menschen, an denen ich mir nahe kommen lasse, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, habe ich denen gegenüber Verantwortung? Also ich als Sohn meiner Mutter gegenüber? Oder? Natürlich, um gutes Karma zu machen. Das eigene gute Karma zählt. Das heißt, wenn also eine Mutter krank ist, hat man die Verpflichtung, hilfreich zu sein, um das eigene gute Karma zu machen. Ist es nicht auch eine große Falle mit dem guten Karma, dass daraus wieder ein Ego-Trip wird, indem Natürlich. Ich Dinge nur deswegen gut mache, um ein gutes Karma das zu machen? Immer noch das besser als schlechtes Karma. Ja, na klar. Immer noch besser als schlechtes Karma machen. Es ist die unterste Stufe vom guten Karma. Ja. Aber es ist eine Entwicklungsstufe. Und diese Entwicklungsstufe muss gegangen werden. Wir können nicht gleich Engel sein. Wir müssen erstmal anfangen, mit den Dingen, die uns davon abhalten, Engel zu sein, zu arbeiten. Und wenn wir gutes Karma machen wollen, damit es uns besser geht, so ist das die Entwicklungsstufe dafür. Und auch die richtige Entwicklung. Allmählich wird es zur Gewohnheit. Und dann geht es besser und einfacher. Ich möchte fragen, ist es dann schlechtes Karma, wenn ich einen kranken Menschen nicht aufnehme, weil ich weiß, es wird meine ganze Lebenssituation erschüttern? Weil welche Lebenssituation? Zum Beispiel meine Ehe. Die würde dadurch also sehr schlecht beeinflusst sein und so etwas. Wenn es noch eine andere Alternative gibt, wo der kranke Mensch genauso gut behandelt wird, dann kann man die andere Alternative benutzen. Aber wenn nicht, muss man sehr oft im Leben, muss man seine eigenen Interessen total hinten anstellen. Aber das ist natürlich keine sehr beliebte Situation. Aber um überhaupt es nicht nur ein gutes Karma zu machen, um den Läuterungsprozess und das Ego, den Ego-Trip zu vermindern und das Läuterungsprozess zu vergrößern, müssen die eigenen Interessen, die man glaubt zu haben, die an sich sehr häufig überhaupt nicht stimmen, müssen hinten angestellt werden. Denn das Ego ist ja immer vorne. Aber das ist allmählich. Das ist ein allmählicher Prozess. Und diese eigenen Interessen sind natürlich das, was uns auch mit den miteinander so viel Schwierigkeiten bereitet. Untereinander. Wenn keiner seine eigenen Interessen verfolgen würde, sondern die Interessen des anderen, könnten wir uns ja nie zanken, ne? Wäre nicht möglich. Und Krieg könnten wir auch nicht führen. Ja, das wäre ganz nett, aber wer kommt schon auf die Idee?